Sorry, die war gar nicht für dich gedacht, die Kugel, Mann. Du kannst doch nicht einfach mir vor die Schrotze laufen. Ich bitte dich. Da bist du jetzt aber ein bisschen selber dran schuld. Hallo? Aha. Gehen wir über diesen Balkon. Ja klar, Raketenwerfer, den könnten wir eventuell gar nicht gebrauchen. Aus! Pfui! Jetzt klauen wir dem noch seine Beine, damit er auch ja nicht wieder aufsteht. Die auch. Oh. An welche historische Persönlichkeit erinnert uns das? Egal, lassen wir das, wir sind nicht Julians Block. Das. Oh, das war ja total effektiv. Scheiße, jetzt kommt der hier brennt auf mich zu, oder was? Na los. Entpuppt euch, meine kleinen Schmetterlinge. Entpuppt euch zu hässlichen Ekel-Schmetterlingen auf Doom. Bam! Was ist das? Wer? Was? Wo? Wie? Was? Wer? Hallo? Dude, wo rennst du hin, Mann? Hallo? Ich bin hier oben. Hier unten. Hier drin. Hallo? Ist jetzt hier runtergefallen? So ein Idiot. Ich bin einfach runtergefallen. So, Hygiene ist wichtig. Hygiene. Hygiene. Hey! Sie Perversling, raus aus meinem Bad! Hygiene. Hygiene. Oder wie der Knopf bei Stefan Raab lautet, den Hodensack in kaltes... Ja, genau, den Hodensack in kaltes Wasser tunken. Was ist das hier schön? Huch. Ah, ich mache hier einen Dreck, das... Wo die alle herkommen, das ist unglaublich. Ich drehe völlig am Rad, wirklich. Hallo? Nee, da wir müssen da über diesen Hallo? Gott, bin ich froh, dass ich diese Schrotflinte habe. Hallo? Freunde, ich höre euch. Zum Spielen. Okay. Jetzt mal ohne Angst und ohne Schreien. Rambo Mode. Activated. Okay, vielleicht mit Schreien, aber kein Angstschreien, sondern wütendes Todeskillerschreien. Der Vernichtung. Das hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht, du hässliches, leuchtendes, glimmendes, Ekelding. Energie en Munition, Munition en Energie. Wo geht es ihr raus? Ich weiß es nicht. Hab ich mich verlaufen? Okay, ich hab mich wirklich verlaufen. Vielleicht ihr runtergehen und dann... Hallo? Hier draußen? Wo? Hallo? Hallo? Große Fleifläche. Eine große Fleifläche. Na dann, so. Ja. Umgefallen. Das kennen wir ja mittlerweile. Hallo? Ich höre euch doch. Oh Gott, wer bin ich und wo bin ich und. Warum höre ich euch, aber sehe euch nicht? Das macht mir Angst, Jungs. Hallo? Oh Gott.
Ich hab dich genau gesehen, mein Freund. Renne! Huch. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn getroffen. Na gut, dann rennen wir jetzt einfach weiter. Vielleicht rennen uns ja... Nein, 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 nein. Ich möchte nichts kaufen. Möchte nicht über Gott reden und... Wer... Was? Wo? Ja, ist klar. Schrotflinte 1 Meter Entfernung. Ich schieße daneben. Weil alles andere wäre ja auch realistisch. Hallo. Das ist ungefähr das Fieseste, was man als Spieleentwickler machen kann. Sound. Und enge, dunkle Räume. Die sind auch fies. Aber überall Munition hinlegen ist dann doch schon etwas netter. Hallo, hier. Ja. Banzai? Banzai! Seine Wand! Scheiße! Über ein kleines Spinnertier hier! Nein, 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 nein! Weg, 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 weg! Oh Gott, alles platzt auf! Nein, ich will das nicht! Ich will das. Oh Gott, fliegende Stühle! Der Exorzist! Poltergeist! Alles! Hier rüber! Ah, Tür! Mach ihn jetzt! Ha! Hier bin ich sicher. Ist das hier schön ist? Lilliputana Kokons. Komm raus. Komm raus. Yeah. Das macht totalen Sinn. Kleiner Kokon. Großer Inhalt. Oh, der ist schon. Der kommt unverpackt, den muss man noch selber zusammenbauen. Bisschen wie bei IKEA. Und der ist wie in so einem Ü-Ei. Entweder hat man ein Puzzle oder eine Actionfigur. So. Treppen steigen auf du. Das ist so widerlich alles. Statt die einfach wegziehen hier aus dieser ekelhaften, verpesteten Miststadt voller Mistigkeit und Munition. Ich dachte, hier Munition rumliegt. Wo sind die ganzen Dudes, denen die Munition gehört? Open the door! Do it now! Was? Okay. Was? Frieren Sie die Viecher ein. Jetzt in Stücke. Völlig geil. Einfrieren. Zertrümmern. Zertrümmern. Und zertrümmern. Geht auch ohne Eis? Oh, okay. Das ist aber, die ist schon so ein bisschen immer die Waffe, oder? Ich dachte, wir wären... Ich heiße Jonathan. Die Leute sagen Vater Jonathan. Ich bin ein Mann Gottes. Ich verbreite sein Wort. Who's your daddy? Ich will die Kreatur in der Mine töten. Ich gehe erst, wenn sie tot ist. Na dann. Hier lang. Das hier war eine der größten Kohleaufbereitungsanlagen in Pennsylvania. Kohleaufbereitungsanlagen. Ich war Sicherheitsbeauftragter. Kohle. 12 Jahre lang, bevor die Bestien kamen. Dann kam die Kreatur, hat den Großteil der Stadt getötet. Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich das Vieh erledige. Mit ihrer Hilfe stehen unsere Chancen sogar ganz gut. Die Mucke. Dum, 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 dum. Wem jetzt übrigens auffällt, dass ich die ganze Zeit mit einer Arnold Schwarzenegger Voice rede und jetzt habe ich auch noch ein Eisgewehr. Ich würde sagen, das ist wie bei Batman Begins, glaube ich, oder Batman Returns. Mit dem Iceman, der wird auch von Schwarzenegger gesprochen und der hat ein Eisgewehr, so wie ich. Das heißt, ich bin jetzt der Governator. Hier ist ein Aufzug, der in die Minen führt. Dort lebt die Kreatur. Unten in den Kohleschächten. Als die Bestien kamen, verloren viele Leute ihren Glauben. Und um ehrlich zu sein, mein eigener Glaube wurde auf die Probe gestellt. Du bist also das sind dunkle Zeiten, mein Freund. Unsere Stadt muss wieder auf die Beine kommen. Die Kreatur zu töten, ist der erste Schritt. Halt doch mal die Fresse, ich möchte... Kein Strom. Prüfen wir den Unterbrecher. Kopf, was, der Unterbrecher? Dann den Schalter um, dann läuft alles wieder normal. Unterbrecher reinbaust, dann unterbricht er doch den Strom, oder wie? Oh oh. Die Relaissicherungen sind durchgebrannt. Oh nein. Kannst du jetzt mal deine Fresse halten? Ich möchte Witze über Kohle machen.
ein Sternsbein. Ja, bla bla bla, ekelhaft ist. Ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Also er ist der Kohlebeauftragte und der Kohlesicherheitsmann. Sprich, du bist Kumpel von Gronkh, ja? Kohle, 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 Kohle. Ekelhafte Viecher. Und jetzt ist auch noch panische Musik am Laufen. Decken Sie mich. Ich ersetze die Sicherungen. Decken Sie mich. Willst du sagen, ich bin ein Hengst? Versteht ihr? Wegen Decken und Deckhengst und so. Lass den Mann in Ruhe! Danke. Kommt noch mehr? Hallo? Huch? No, you stay down! Down, I say! Ja, geil. Unbesiegbare Klettergrims. Hilfe! Hilfe! Hilfe, Hilfe. Ja, geil. Eigentlich wäre er jetzt tot, aber hey. Wen interessieren schon Eiszapfen im Körper, wenn man keine Eiszapfen im Körper haben kann? Boah, muss alle einfrieren und danach instant wegsprengen. Die Waffe ist voll überpowered irgendwie. Ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Laber mir nicht zu. Tauscht über die Relay-Sicherung aus. Okay, jetzt geht mir doch schon langsam die Munition aus. Aber das Schöne ist, dass das Sekundärfeuer unendlich oft genutzt werden kann und irgendwie auch so diese dezente Einfrierfunktion hat. Was wirklich ziemlich cool ist, weil... You see? I can shoot with the second function... Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. I can shoot with the second function and now we have all the eingefrorenes Gegners. Hab's! Im Erdgeschoss ist noch ein Sicherungskasten. Okay. Gehen wir. Let's have them going. Einmal außen rum gemalt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? Wir nach. Hallo? Wie wär's, wenn du mal vielleicht deinen Text zu Ende aufsagst? Und mir ein bisschen. Jawohl. Energie. Sieht kompliziert aus. Ich mache es so schnell ich kann. Sieht kompliziert aus, finde ich ja total klasse. Was ist das hier? Eis? Gegen das? Eis, Eis, Baby! Was für ein Dreck! Voll die Schweinerei. Rossmore. Boah, Feuer und Eis! Ich spiele das jetzt mal abwechselnd. Feuer! Feuer! Und. Ja, sag doch mal einen Ton! Also der nagt da an dir rum? Oh Gott, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht! Mein Molotow-Cocktail schmilzt alles. Wir haben dem Gegner. Freeze. Was? Verstehe. Das kommt hier hin. Ja, Junge, nicht labern, machen. Die alle wegplatzen. Im Sprung habe ich ihn. Im Sprung, guckt euch das an. Schönste Grimm-Skulptur ever. Hilfe. Meine Fresse, entspann dich. Danke. Und du, chill. Chill, verstehst du, weil... Kalt. Würdige mein Wortwitz, Mann! Okay. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Ja. Ja. Okay. Okay. Ja, ganz toll. Wow. Mach Knopf zu. Kommt und holt's euch. Kommt und holt's euch. Wie David dem Philister gesagt hat, ich aber begegne dir im Namen Gottes des Allmächtigen. Gott ist mit uns, Freund, und er wird uns helfen, dieses Drecksbiest zu erledigen. Wie siehst du hier? Sie weiß, dass wir kommen. Ich hätte das jetzt mal als Zeichen abgetan. Ich glaube sie. Diese Bestie ist unberechenbar. Eine Gruppe unserer besten Jäger kam vor einiger Zeit her. 12 Mann, gut bewaffnet. Sie kannten die Minen besser als ich. Einer von ihnen hat es überlebt. Einer. Die Bestie hat ihm den linken Arm und das halbe Bein genommen. Und er hat Glück gehabt. Mhm. This is the door. We must open it. Die Minen sind seit Monaten gesperrt. Die Schlüssel sind fort. Gehen Sie in den Lagerraum da drüben. Vielleicht finden Sie was, das uns dabei hilft, durch diese Türen zu kommen. Okay. Munition vielleicht? Schränke? Einen Waschzuber? Target acquired.